Soll ich hier noch mal kurz begrüßen? Das war's jetzt von den Tipps und Tricks und beim Fußball. Alter! Entschuldigung, wie war das jetzt nochmal der Satz? Brechen das nie, burten das nie. Okay. Nee, warte mal, komm, lass mal. Wir versuchen es doch, wenn ich es jetzt nicht hinbekomme, dann macht's mal's. Schmelle macht im Prinzip nur so K1 und Bushido. Das ist, oh, das ist auch anstrengend. Damit ist er alleine in der Mannschaft, muss ich sagen. fast alleine. Wusstest du, dass ich DJ bin? Geil, ne? Vor allem. Hört sich halt genauso an. Mats ab. Bam! Bam! Oh, ist das schön gespielt. Komm, Schmelle jetzt. Och, das kann doch nicht sein. Okay. Sind wir noch drauf? Sind wir eigentlich noch drauf? Das Licht leuchtet noch. Das Licht leuchtet noch, ne? Ah! Sebastian! Dieser Mann hat richtig große Ziele, Mats Hummels. In Brasilien will er sich gegen die Besten der Welt bei der WM durchsetzen. Deshalb gibt sich der Dortmunder Defensivspezialist in Sachen Weltmeisterschaft richtig offensiv. Wir müssen einfach schauen, dass wir unsere beste Leistung auf den Platz bringen. Und dann ist eben die Chance auch groß, Weltmeister zu werden. Das ist, glaube ich, das, was wir uns eben vornehmen müssen. Mats Hummels, 25 Jahre alt, geboren in Bergisch Gladbach, als Jugendlicher geformt beim FC Bayern München, aber seit 2008 einer der großen Stars beim BVB, obwohl ihm das Wort Star überhaupt nicht gefällt. Es ist mir irgendwie suspekt und ich fühle mich auch selber nicht so. Also ich bin der letzte Mensch, glaube ich, der sich irgendwo als Star fühlt. Ich bin am allerliebsten oder am allerwohlsten fühle ich mich, wenn ich einfach mit meinen Jungs eben in München, von denen, glaube ich, 90% Studenten sind, mich sozusagen einfach unterordnen kann und auch das Studentenleben dann führe, was die haben. Und deswegen sehe ich mich da eben selber nicht so, aber ich weiß, dass andere mich so sehen. Ein Kicker mit Konturen. Den größten Druck mache ich mir selbst, so sagt er. Die Lust auf Erfolg ist seine Motivation. Für jeden Trainer ein Glücksfall. Ein Teamplayer, taktisch diszipliniert, aber nie ohne Verzicht auf die eigene Linie. Ich sehe darin keinen Vorteil sozusagen, wenn man das sagt, was andere hören möchten, sondern die einzige Möglichkeit, seine eigene Meinung kundzutun, ist, indem man sie sagt. Ich habe aber auch kein Problem, wenn dann mal diese Kritik kommt dafür, dass ich das sage, weil ich weiß, genauso schnell wie gute Sachen weggehen, verschwindet eben auch dieser kritische Gedanke dann wieder aus den Köpfen. Mats Hummels, längst eine feste Größe bei Dortmund und der Nationalmannschaft. Brasilien ist seine erste WM. Dort den Pokal zu gewinnen, ist Ziel und Traum zugleich. Es gibt kein schöneres Gefühl, als eben so einen Traum wahr werden zu lassen. Meister zu werden war einer, Pokalsieger mit dem BVB eben war einer. Das waren schon Gefühle, die kann man eben wirklich durch nichts ersetzen, weil es etwas ist, wovon du seit 20 Jahren mindestens geträumt hast. Und das ist, glaube ich, schwer vorzustellen, was in einem vorgeht, wenn man das auch noch bei einer WM schaffen sollte. Zweifacher deutscher Meister, Pokalsieger. Gewonnen hat Mats Hummels in seiner Karriere schon viel. Aber vielleicht wird aus diesem Siegertypen in diesem Sommer sogar ein Weltmeister. Wer weiß. Also zuallererst finde ich, dass das ein geiles Los ist. Also mal, es war ja anzunehmen, dass, wenn die Auslosung anders kommt, dass das wahrscheinlichste Finale von allen ist, von den verbleibenden Mannschaften her. Aber ich finde es eben einen sehr großen Reiz, auch in München zu spielen. Und man kann natürlich dann eminent wichtigen Sieg feiern. Man kann den Grundstein legen für den Pokalerfolg und vor allem kann man auch einen Sieg holen, der richtig in Erinnerung bleiben wird bei einem selbst und bei den Fans. Und deswegen finde ich, hat dieses Spiel so was ganz Besonderes. Es ist einfach so, dass beide Mannschaften dieses Spiel nicht nur gewinnen wollen, sondern unbedingt gewinnen müssen im Prinzip,
einfach um selber zufrieden zu sein, weil wir wären nicht zufrieden, selbst wenn wir in einem Elfmeterschießen rausfliegen, mit viel Pech von mir aus noch, was in München ja auch nicht peinlich ist, weil Bayern einfach eine großartige Mannschaft hat, aber wir gehen rein mit der einzigen Zielsetzung weiterkommen, deswegen glaube ich, hat das im Endeffekt wirklich nicht viel mit Druck zu tun, sondern einfach mit Tagesform, mit der vielleicht auch nötigen Leidenschaft und Begeisterung für das Spiel. Und wir hoffen natürlich, dass wir diesen kleinen Nachteil, auswärts antreten zu müssen, da sehr schnell kompensieren können. Ich glaube auch, dass wir unsere letzten Spiele gegen Bayern absolut gezeigt haben, dass wir dazu in der Lage sind. Bayern ist aber so gut, dass man keinesfalls sagen sollte, wir hauen sie weg, sondern wir müssen sie 90 Minuten beackern und richtig, richtig gut spielen, damit wir dann eine Chance haben. Und das ist natürlich unsere Zielsetzung. Begehrt ist er, dieser Mats Hummels. Auch die Niederlage im Champions-League-Finale gegen die Bayern hat daran nichts geändert. Er hat sich als sportlich fairer Verlierer gezeigt. Hummels ist sich seiner Rolle als Vorbild auch in schweren Zeiten immer bewusst. Dessen bewusst bin ich mir schon, eben weil man auch merkt, wie viele Leute sich jetzt dem BVB oder uns Spielern und in dem Fall eben auch mir dann zuwenden. Und deswegen sollte man da schon darauf Acht geben, dass man eben nicht unsportlich, unfair oder was auch immer agiert, sondern versuchte, ja, denen, die zu einem aufschauen, dann auch vielleicht ein gutes Idol abzugeben. Mit 24 einer der großen Stars der Bundesliga, deutscher Meister, Nationalspieler. Der Name Mats Hummels steht schon heute für eine beeindruckende Karriere. Traumhaft, oder? Traumberuf jetzt noch, damals sowieso, aber auch immer noch geblieben. Ich glaube, wer den Traum hat und wer eine Begeisterung dafür hat und die Chance sieht, sollte alles daran setzen, es zu schaffen. Zielstrebig, erfolgsorientiert, aber auch sympathisch. Er kommt bei den Fans an, als Sportler und auch als Mensch. Sich zu verstellen, das kommt für Mats Hummels nicht in Frage. Ich habe einfach keine Lust, irgendwas sozusagen anders zu machen, als ich es denke, nur damit mich Leute mögen, die ich nicht kenne. Und deswegen mache ich lieber das, ja, so wie es mir im Kopf rumspukt, auch, und setze es genauso um. Und wenn es jemandem nicht gefällt, dann gefällt es halt nicht jedem. Aber es wird auf egal welche Weise man das macht, nie jedem gefallen, der es liest, sieht oder der was davon hört. Für diese Dreharbeiten schlüpft er aber dann doch in eine andere Rolle. Ergebnis: Hummels kann sich auch vor der Kamera sehen lassen. Das Talent ist nicht zu übersehen. Ein Seitenwechsel aber ausgeschlossen. Ich glaube, Schauspieler ist definitiv keine Option für mich, weil es einfach sehr aufwendig ist, zeitaufwendig. Und ich glaube, vor allem als Fußballer nach der Karriere freut man sich, wenn man ein bisschen Zeit für sich und dann wahrscheinlich auch für die Familie hat, die ja dann irgendwann da sein wird. Und deswegen, also, würde es mich sehr überraschen, wenn ich irgendwann nochmal als Schauspieler irgendwo auftrete. So bleibt für Mats Hummels wohl auch in Zukunft weiterhin der grüne Rasen seine große Bühne. Aber bei diesen Bildern kann man nur sagen, schade eigentlich.